Kontext 21. Haider und die demokratische Öffentlichkeit. Eine Sendung von Robert Zöchling. Herbert Auinger präsentierte am 27. September im Wiener Café 7 Stern sein Buch Haider, Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker. Er las bei dieser Gelegenheit nicht, wie es allenthalben üblich ist, Passagen aus seinem Buch vor, sondern präsentierte gewissermaßen in Ergänzung dazu ein Exempel des Umgangs der demokratischen Öffentlichkeit mit Haider. Was müssen wir über die aufklärerische Funktion der, wenn man so will, etablierten Medien wissen? Sie haben keine, weshalb es Haider selbst überlassen bleibt, uns über sich aufzuklären. Das letzte Beispiel dafür hat sich am 4. Juli abgespielt im ORF. Leider zu spät, um ins Buch aufgenommen zu werden, aber trotzdem eine komprimierte Darstellung dessen, wie diese armselige Auseinandersetzung mit diesen Vorwürfen oder Unsicherheiten oder Vernaderungen vonstatten geht, wo es also darum geht, den Haider ins rechte oder ins faschistische oder wenigstens ins faschistoide Eck zu rücken. Die Geschichte ist die, da war im Report ein Interview mit Haider von einer gewissen Gisela Hopfmüller, ORF-Journalistin. Das Ganze hat eine kleine Vorgeschichte, die besteht darin, dass im Zug der Überlegungen der jetzigen Koalition, das neue Sparpaket betreffend, ist von freiheitlicher Seite der Vorschlag gekommen, die Arbeitszeit für Lehrer um eine Stunde auszudehnen. Das läuft auf eine Lohnsenkung von ca. 5% raus, nehmen wir mal an, durchschnittlich. Die Personalvertreter haben das gemacht, was die heute in so einer Situation tun, die haben dagegen protestiert und sind daraufhin vom Haider als Parasiten vernadert worden. Das ist sozusagen die Ausgangslage. Parasit, ein beliebter Vergleich aus dem Tierreich oder Pflanzenreich, wie wir wissen, das ist ein Organismus, der sich von einem anderen ernährt und den anderen dadurch zugrunde richtet. Das war der Ausgangspunkt von dem Interview und die Journalistin, die Frau Hopfmüller, die geht es folgendermaßen los. Hopfmüller fragt, wie glauben Sie, wirkt das auf die drei Weisen, wenn Sie immer wieder Menschen oder Menschengruppen als Parasiten bezeichnen? Sie haben das ja unlängst in Bezug auf Personalvertreter der Lehrer getan. Ich habe heute ein bisschen nachgelesen, es war ja nicht das erste Mal, dass Sie dieses Wort verwendet haben. 1992 waren es Kulturschaffende, die Subventionen bekommen, 1995 waren es Teile der Steuerzahler. 97 Teile der Sozialhilfeempfänger, 98 haben Gewerkschafter diese Bezeichnung ausgefasst. Was glauben Sie, wie wirkt das auf die drei Weisen? Oder wie das wirkt auf die drei Weisen? Sagt der Haider drauf,
Na, die drei Weisen, wenn sie wirklich weise sind, wissen sie, dass wir heute in einer politisch korrekten Gesellschaft leben, in der offenbar einige von links den Ton angeben wollen und Denkverbote aufstellen. Denkverbote, da haben dann die Hopfmüller unterbrochen, mit folgendem schweren Satz: Man kann ja auch Kritik üben, ohne diese Diktion zu verwenden, die seinerseits Goebbels verwendet hat. Jetzt ist die Bezeichnung Parasit natürlich eine harte Geschichte, weil mit der Klassifizierung ist ja auch nicht der Umgang damit festgelegt. Man kann ja nicht zur Tagesordnung übergehen. Man kann nicht sagen, Sie sind ein Parasit, gehen wir auf einen Kaffee trinken. Also wenn jemand als Parasit identifiziert wird, dann heißt es, der ist zu bekämpfen, der ist vielleicht da zu eliminieren, je nachdem, um welche Parasitensorte es sich handelt. Mit dem verbietet sich jeder normale Umgang. Das hat die Hopfmüller richtig gesehen, durchaus nichts Neues. Die FPÖ ist ja öfter dabei, Leute oder Funktionsvertreter als Schädlinge oder halt politische Gegner als Schädlinge zu bezeichnen und sich selbst als Schädlingsbekämpfungsmittel. Das liegt also auf der Linie. Gibt Schädlinge und die können also bekämpft. Wodurch sie einer als Parasit qualifiziert, ist ebenfalls rausgekommen. Das waren Personalvertreter, am aktuellen Fall kurz vorher Gewerkschafter und im Übrigen Leute, die vom Staat Geld kriegen, Künstler oder Sozialfälle. Wenn man Interessenvertreter als Parasiten hinstellt, ist aber damit klargestellt, dass das Anliegen, das die vorbringen, das wofür sie stehen, dass das total ins Unrecht gesetzt wird. Mit denen gibt es nichts zu verhandeln. Das ist nicht kompromissfähig. Ne? Wenn ich mit einem Parasiten, der einen Volkskörper zerstört, kann man im Prinzip sich nicht friedlich einigen, würde ich einmal sagen, oberflächlich, aufgrund dieser Klassifizierung. Und wer bisher glaubt hat, in einer Demokratie ist es legitim, sich als Interessenvertreter zu artikulieren, im Rahmen der Gesetze natürlich, wie sich das gehört und nach den in Österreich üblichen Prozeduren heute, hat also in dem Interview durchaus was dazulernen können. Es gibt, erfahrt man ja schon, Situationen, da ist das Interessenvertreten total zu unterbinden, da ist das nichts Legitimes mehr, sondern was Zerstörerisches und das gehört sie deswegen nicht und gehört halt dann, das gehört halt dann abgewürgt oder irgendwie sonst erledigt. Also das wäre durchaus ein Thema gewesen, meine ich, das der Hopfmüller hätte einfallen können. Wie es heutzutage ausschaut mit der Berechtigung, Interessen gegenüber dem Staat zu vertreten, wenn der Staat ein Sparprogramm auflegt und welche wehren sich und werden im Gegenzug als Parasiten denunziert. Das heißt ja, das ist in jeder Hinsicht und total illegitim. Das wären also durchaus, meine ich, mögliche Hinweise oder Kritikpunkte oder wenigstens Anmerkungen gewesen. Das ist alles nicht gekommen. Die Hopfmüller hat ein ganz anderes Problem gehabt. Ja, was jetzt? Ist der Haider ein Faschist? Ist er bloß ungeschickt, weil er immer diese Bezeichnungen verwendet? Sie geht also in ihren Vorbringungen davon aus, dass sie ihm vorwirft, eine Bezeichnung zu verwenden, die man besser nicht verwendet, weil sie der Herr Goebbels auch schon verwendet hat. Jetzt ist es für sich genommen eine Kritik oder ein Einwand von einer unglaublichen Dürftigkeit, weil es läuft ja darauf raus, Demokraten, die dürfen mir ruhig offenbar, oder das so schließe ich draus, dasselbe machen wie der Herr Goebbels, aber sie sollen sich dabei höflicher ausdrücken. Sie sollen also, gerade wenn sie sowas Ähnliches vorhaben wie der Herr Goebbels, sollen sie sich verbal, in der Terminologie davon unterscheiden, damit jeder merkt, dass es einen Unterschied gibt. Reden Sie bitte anders. Ob Sie dasselbe machen oder nicht machen, da will sie sich offenbar kein Urteil erlauben. Ne? Aber man sollte in der Demokratie das Ganze höflicher bezeichnen.
Und sogar das scharfe Argument bringt sie auch nicht einfach für sich, sondern sogar da muss sie ihrer Meinung nach das noch unterstützen, indem sie das Ausland ins Treffen führt. Das waren die drei Weisen am Anfang. Ne? Die drei Weisen kommen, beobachten Österreich und ausgerechnet in der Situation sowas sagen, ist das nicht ungeschickt. Wenn man es ernst nimmt, besteht für die Journalistin die Differenz zwischen Demokratie und Faschismus offenbar sehr weitgehend in der Ausdrucksweise, wie man über etwas redet. Auf die Sache selbst, Interessenvertreter als Parasiten, wollte sie sich ja nicht einlassen. Ne? So viel bisher. Ne? Also das ist offenbar für informierte Journalistin, die nachgelesen hat, das, wodurch sie die heutigen Zustände von den damaligen unterscheiden. Na gut, was macht der Haider? Der teilt ihr eine korrekte Abfuhr, muss man ja schon fast sagen. Also Haider sagt Folgendes, auf diesen Vorwurf, die sie verwenden, der Diktion, die der Goebbels auch schon gehabt hat. Zitat, mit Verlaub, also dieser Begriff ist nicht originär mit einer bestimmten Zeit verbunden, denn wahrscheinlich hat der Herr Goebbels auch einmal Guten Morgen gesagt oder Grüß Gott. Und dann müssten wir uns letztlich diesen durchaus katholischen Gruß in Österreich schön langsam verbieten. Man soll also mit diesen Dummheiten aufhören. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir Freiheitlichen immer die Finger auf die wunden Stellen eines politischen Systems legen. Und es ist für mich einfach eine parasitäre Eigenschaft, wenn Personalvertreter, ob sie jetzt wichtig sind in der Öffentlichkeit oder nicht, für zwei Unterrichtsstunden, die sie halten und dafür, dass sie freigestellt sind, 155.000 Schilling im Monat kassieren. Was denkt sich da der kleine Volksschullehrer? Verstehen Sie, das sind die Dinge, gegen die ich wirklich ankämpfe, weil heute werden Überstundenleistungen eingeschränkt und gleichzeitig haben freigestellte Personalvertreter mit zwei Stunden Lehrverpflichtung 155.000 im Monat. Das war seine Stellungnahme dazu und der Journalistin ist dazu oder dagegen oder darüber überhaupt nichts eingefallen. Die hat dann das Thema gewechselt, die hat weitergemacht. Und was denkt sich der kleine Volksschullehrer, wenn sie ihre Volksbefragung ansetzen wollen, die 100 Millionen kostet? Also die Geschichte mit Parasit, Goebbels und so war erledigt, sondern die hat halt dann das nächste Thema angesprochen, das sie für wichtig gefunden hat. Jetzt meine ich, muss man da auch die Sachen ein bisschen auseinanderklauen und durchaus getrennt würdigen. Die eine Geschichte, die hat ja schon mal in sich, ne? Aber sagt, das Identifizieren von Parasiten ist sowieso nichts Spezielles Faschistisches. In seiner Diktion, dieser Begriff ist nicht originär mit einer bestimmten Zeit verbunden, da mag er recht haben, weil auf Deutsch unter der Bezeichnung Schmarotzer gibt es dasselbe ja wirklich auch in der Demokratie bei mancher Gelegenheit. Also er sagt mal, das gehört zur politischen Normalität, das ist halt eine Aufgabe der Politik, dass sie Parasiten dingfest macht, damals wie heute, hat er zwar nicht ausgesprochen, ergibt sich aber für mich draus, da sieht man also, wie normal die damals waren, wenn die so eine wichtige Staatsfunktion wie Parasitenjagen auch schon erledigt haben im Dritten Reich. Und die nachgeschobene Begründung, die hat es auch in sich. Wahrscheinlich hat der Herr Goebbels auch einmal Guten Morgen gesagt oder Grüß Gott. Das heißt, er hält sich gar nicht lang beim Parasiten auf und möchte seine Behauptung beweisen, dass das nichts speziell Faschistisches ist und daher am Demokraten nicht vorgeworfen werden kann, sondern die Beweisführung geht ein wenig hinten rum. Also er äußert es nicht an Parasiten, sondern er sagt, neben dem, dass die damals Parasiten identifiziert haben, haben sie auch noch Höflichkeit gepflogen. Sie haben Grüß Gott gesagt, sie haben Guten Morgen gesagt. Thank you.
die gleiche Logik, nicht, die passt ja dann wirklich auf alles. Da könnte man manches damit abhandeln, was der Heider nicht tut, was aber von der Logik her drinnen ist, zum Beispiel Juda verrecke. Na gut, Juda verrecke, mein Gott, das hat der Herr Goebbels gesagt, aber nachdem er Grüß Gott auch gesagt hat, soll man es ihm jetzt vorwerfen. Macht der Heider nicht, gibt da Gründe dafür, dass er das nicht macht, steht da im Buch drinnen. Aber rein von der Logik her, nein, wenn ich ernstlich, und das kommt so rüber, nein, wenn ich ernstlich sage, das Grüßt Gott sagen ist ein Argument, das soll was begründen, damit soll gesagt sein, wenn einer diese Höflichkeitsformen einhält, dann muss man verflucht aufpassen, was man ihm sonst vorwirft, weil, dass er Grüßt Gott beherrscht hat, zeigt er, dass er nicht völlig daneben war. Also gut, ich meine, das Ganze hat es in sich. Ja, und dazu ist der Hopfenmüller nichts mehr eingefallen. Und das ist, meine ich, durchaus charakteristisch für die ganze Trostlosigkeit dessen, was seit 15 Jahren an einer Auseinandersetzung rennt. Dass einerseits die demokratische Öffentlichkeit davon ausgeht, dass es himmelweite, gewaltige Unterschiede zwischen Demokratie und Faschismus gibt. Und kaum steht sich einer hin und bleibt stur dabei und sagt, nein, er sieht das nicht so, fällt der Demokratenstandpunkt in sich zusammen und es bleibt nichts über. Der Heider muss nur ein bisschen stur sich stellen und sagen, und wenn schon, hat er halt Jagd auf Parasiten gemacht, was macht's denn? Und dann fällt ihr nichts mehr ein. Ich meine schon, dass es dafür einen Grund gibt, oder im weitesten Sinn, dass eben die Faschismusbewältigung dazu geführt hat, sich ein Feindbild zu basteln und das zur Demokratiepropaganda zu benutzen, aber dass ein solides Urteil über die zwei Systeme, das über das Vorurteil, das eine ist schwarz, das andere weiß, hinausgeht, dass das einfach nicht vorhanden ist. Und wenn der Konsens, dieser Schwarz-Weiß-Konsens, einmal durchbrochen wird, dann fällt den demokratischen Faschismusverächtern nicht viel ein. Das war bei der Beschäftigungspolitik so und das war auch bei anderen Gelegenheiten so, wo von Seiten der Heider-Kritiker eigentlich recht wenig an Argument gekommen ist, beziehungsweise ist immer genau das gekommen, was auch die Hopfenmüller gesagt hat. Es gehört sich nicht, so daherzureden, weil damit könnte man, am schönsten wird es, wenn dann das Ausland auch noch dazu kommt, da könnte man im Ausland unangenehm auffallen. Ich will es jetzt nicht nur an der
Armin Frau Hopfmüller festmachen, sondern es ist ja üblich, dass das, was der Haider sagt, ziemlich genau registriert wird. Und zu einem richtigen Skandal hat es diesmal ja nicht gereicht. Also muss man wohl zur Kenntnis nehmen, dass der Rest der Öffentlichkeit, der das ja durchaus verfolgt und zur Kenntnis nimmt und kommentiert, dass der das ungefähr so ähnlich sieht oder so ähnlich gesehen hat. Ja, einerseits wäre es ganz gut, wenn man sich verbal vom Faschismus abgrenzt. Wenn aber andererseits einer kommt und sagt, er hat das nicht vor, wenn der Haider richtig brutaler wird als die Journalistin und sagt, wenn sie mich, oder ich habe überhaupt keine Berührungsängste gegenüber dem Goebbels, weil der hat ja seine positiven Seiten auch gehabt, grüß Gott, guten Morgen wurden erwähnt, dann ist die Debatte aus, dann kommt nichts mehr. Daher wieder zurück zum Ausgangspunkt, die erste Lektion der Haider als Aufklärer. Ja, Demokraten gehen von einem abgrundtiefen Gegensatz aus und wenn einer ein bisschen unbequemer bleibt und sagt, den sieht er nicht oder den sieht er nicht dort, wo sie ihn gern sehen würden oder den sieht er nicht so, dann kommt nichts. Man muss zwischen zwei Varianten der Befassung, der theoretischen Befassung mit dem Faschismus unterscheiden. Die eine Variante, von mir überschrieben mit Kritik des Faschismus, interessiert sich halt für die Sache, will wissen, was damals war, welche Kritik die faschistische Bewegung an der Demokratie gehabt hat, inwiefern sie damit was getroffen hat, warum sie erfolgreich war, wie sie sich dann den faschistischen Staat nach welchen Gesichtspunkten zurechtgezimmert hat. Das fällt bei mir unter Kritik des Faschismus. Danach hat es aber meines Wissens kein großes Bedürfnis gegeben nach 1945. Was nach 1945 passiert ist, nennt sie zwar Antifaschismus, der korrekte Terminus heißt Vergangenheitsbewältigung, und diese Vergangenheitsbewältigung hat einen anderen Zweck. Da geht es nicht darum, ganz banal einfach einen Faschismus zu erklären, damit man weiß, was damit auf sich hat. Und wenn man meint, das ist nichts, weiß man dann ja auch, was man tun müsste, um dieses Pathetische nie wieder zu realisieren. Sondern die Vergangenheitsbewältigung hat sich ein anderes Problem gemacht, ist ja zum Teil auch aufgenötigt worden. Und die Fragestellung der Vergangenheitsbewältigung geht einfach anders. Die geht nicht so, wie, was ist Faschismus und aus, sondern die geht so, wie müssen wir als zumindest politische Repräsentanten der Nachfolgestaaten des Dritten Reichs oder auch wir als normale Angehörige dieser Nachfolgestaaten, wie müssen wir über den Faschismus daherreden, damit wir damit unser Ansehen vermehren, das uns ja gebührt. Und die normale Verlaufsform, die geht halt ungefähr so, dass man den Faschismus so ungefähr als das absolute Böse, darunter tun sie es ja nicht, ausmalt und sie dann schuldbewusst dazu bekennt, da wäre man über die eigene Zugehörigkeit zur Nation irgendwie mit drin verwickelt gewesen und das täte einem furchtbar leid und das sollte nie wieder vorkommen. Und daran, dass man das jetzt sagt, erkennt man, dass die jetzigen Staaten, die Demokratien, ja, moralisch über jeden Zweifel erhaben sind. Das wird ja auch zum Teil in einer Offenheit ausgesprochen, die in meinen Augen was unglaublich Entlarvendes hat, die aber nirgends als Entlarvung genommen wird, weil offenbar alle
diese Fragestellung teilen. Man hat es ja oft genug gehört, dass es wichtig ist, die richtigen Worte zum Dritten Reich zu finden. Und das ist deswegen wichtig, ja, um halt der Generaltotschläger im modernen Österreich, um unseres Ansehens willen. Da sprechen die Beteiligten oder zumindest die Interessierten offen aus, nach welchem Gesichtspunkt man sich dem Thema zuwendet und wie man sich dieses Themas bemächtigt. Und das heißt, damit wir für uns und für den Rest der Welt unsere Güte gebührend darstellen, dazu bedienen wir uns unseres Geredes über den Faschismus. Das ist meine Vergangenheitsbewältigung. Da geht es nicht um die Sache, sondern da geht es darum, dass man das als Kulisse benutzt oder als Requisit im Bestreben, die jetzigen Nationen und das jetzige Nationalbewusstsein und den jetzigen Nationalstolz voranzubringen. Die Sendung gestaltete Robert Zöchling. Musik, Ausschnitte aus dem Stück Mutin von Sylvie Courvoisier, erhältlich auf der CD Y2K, erschienen bei ENIA. Herbert Auingers Buch Haider, Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker, ist im Promedia Verlag erschienen. Ein Artikel von Herbert Auinger zum Thema demokratischer Rassismus, menschenrechtlicher Antirassismus, ist in Ausgabe 4 bis 5 1999 von Kontext 21 erschienen. Zahlreiche weitere Texte zur postfaschistischen Normalität in Österreich und zur FPÖ aus den Zeitschriften Kontext 21, Zoom, Radix, Streifzüge und Weg und Ziel finden Sie auch in der Internetausgabe unseres Mediums. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.